Greetings. Wieso habe ich eine? Ja, ich habe Sünde. Nein. Nein, nein. Was hast du zu sagen? Hast du acquainted with language? For is he not too? Puh. Weißt du was? Ich tu doch mal um Vergebung bitten. So. Sicher ist sicher. Du wurdest von jeglicher Sünde befreit. Was hast du jetzt zu sagen? Hast du ein, for is he not? Nö. If thou committest a crime, there is no misdoing that I cannot undo. Ja. Hab ich doch gerade. Greeting. Nö, er sagt uns nichts Neues mehr. Du hast dich gesündigt? Okay. 28.000 Seelen zum Fenster rausgeworfen. Aber egal, wir haben es getan. Ich glaube, das waren die Versehen, als wir aus Versehen zugelassen haben, dass Sigi gehauen wurde und dass Shiva jetzt unten im Sumpf gehauen wurde. Das ist etwas ärgerlich. Aber damit müssen wir eben klarkommen. So. Wir haben unseren Eid aufgelöst. Kann ich mal kurz gucken? Kein Eid. Nein, gut. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen übrigens 32.000 Seelen, um unser Schild weiter aufzupowern. Also um die 4 Funkeltitaniten zu kaufen, die es kostet. Aufzupowern. Und dann brauchen wir natürlich noch mehr Seelen, um es überhaupt aufpowern zu können. Ich glaube, das kostet 2000 Seelen. Aber ja, ich denke mal, bis wir wieder beim Gigantenschmied sind, dürften wir noch mal was an Seelen angesammelt haben. So. 37.000 haben wir jetzt mittlerweile. Wir wollen erst einmal zu unserem Spiel des Vertrauens, André. Dumm. Und ja, ich verspreche, bald hören diese ganzen Backtracking-Sachen auf. Das ist, glaube ich, jetzt das letzte Mal, dass ich so viel Backtracking begehe. Ja, ja. Er kann mit den Gluten nichts anfangen, aber er kann uns ein neues Bastardschwert verkaufen und kann uns das gleich auch verstärken. Genau, richtige Anzahl an Splittern. Und ja, 2000 kostet es, das Schild abzuwählen. Nein, niemand möchte, dass ich zur Hülle werde, ist klar. Ich möchte nur wieder zurück zum Feuerbandschrein erstmal. Denn jetzt haben wir zwar ein besseres Bastardschwert, also ein plus 5er, aber mit dem müssen wir noch was machen. Wir müssen es noch weiter upgraden. Nämlich, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, will ich, weil ich ja die Glut geholt habe, ein Flammenschwert draus machen. Und ich will es schon ziemlich stark machen. Können. So. Deswegen geht es jetzt erstmal abwärts. Denn das ist die einzige Vorbereitung, die ich treffen muss für den Weg weiter, den wir gehen wollen. Ich brauche eine Feuerwaffe. Und da ich gerade so auf dem Bastardschwert-Trip bin, gibt es halt ein Feuerbastardschwert. Und für das müssen wir einen Schmied aufsuchen. Dumm. So, das heißt, es geht erst einmal an Framp vorbei. Ich will mal kurz was gucken. Ja, Lichtschein haben wir und der Rabe über uns krächzt. Mit dem werden wir auch nochmal einen Flug unternehmen müssen. Später.
Damit wir dir noch ein paar Sachen mit Snuggly traden. So. One Hit ist schön. Stirb einfach. So. Dankeschön. Gut. Die nächsten beiden bitte. So. So. Ja, mein Bastardschwert ist schön stark. Und da wir hier alle, meines Wissens nach, alle Nekromanten besiegt haben, dürften wir hier auch ziemlich gut durchkommen. Weg. So. Ja, also den im Anfangsbereich haben wir schon. Hier ist gleich mal ein Skelett um die Ecke. So, dass wir auch ausschalten können. Ich dachte schon, da glitscht irgendwas durch die Wand durch. Aber war nicht der Fall. Mann, haben wir hohe Blutungsresistenz mittlerweile. Also Blutung kann uns fast gar nichts mehr anhaben. So. So, und die sterben auch, bevor sie überhaupt was machen können, die, wenn sie aufstehen. Ist ja schon fast ein bisschen gemein. Weg. Und weg. Ja, Overkill. So, hier geht's weiter. Da drüben leuchtet eine Fackel, habe ich gerade gesehen. Welch mit dir? Weg mit dir. Weg mit euch beiden, besser gesagt. Double Kill von hinten, Schild rot-weiß. Einmal kurz heilen. So, dann nehmen wir hier eine Abkürzung. Ja, hier. Genau. Jetzt vorsichtig rennen, weil sonst springt uns gleich das Skelett von hinten auf den Kopf. Nö, tut es nicht. Wow. Hier kurz einmal durch. Oh, da leuchtet Feuer, rasten. Entfachen. Kann ich nicht als Hülle, ist egal. Aber ich kann kurz in die bodenlose Kiste gucken und dort mein heiliges Claymore rausholen. So. Für den Fall, dass ich doch einen Nekromanten übersehen habe. Das macht mir nämlich immer noch stutzig, dass ich keine Laterne bekommen habe. Und ja, es hat einen bestimmten Grund, warum ich wieder in den Katakomben unterwegs bin. Den Grund werdet ihr bald bemerken. Erstmal müssen wir jedoch Aufräumarbeit erledigen. Das heißt, Skelette in den Tod treiben. Au. Wie mit deiner Tornado-Rolle. Geh sterben. So. Na, du machst mir irgendwie Angst. Ja, explodiert schön. So, weg mit dir. Und weg mit dir. So, ist hier noch einer, der Ärger machen will? Nö. Gut, dann heißt es hier weiter. Und zwar erstmal wieder nach ganz unten. Denn wir müssen die ganzen Höllenräder erstmal ausschalten. Das ist das Wichtigste. Sonst haben wir nämlich nachher ein Problem, wenn wir... Wow. Ouch.
Jetzt ist meine Ausdauer futsch. Und ihr beide seid auch futsch. Oh, aber die Löcher hier sind wieder... Nein, doch nicht. Nur das eine ist zu, weil ich da noch nicht durchgestürzt bin. So. Abwärts. Wow. Kamera nicht spacken. So, einer weg. Ja, du kannst ruhig mal zielen auf mich. Die Skelettbogenschützen sind nervig. So, und nun... auf gegen die Höllenräder. Einer weg. Zweiter weg. Explosionsdinger weg. Genau. Einmal ausweichen. Und weg mit hier. Das war etwas zu spät, aber ist egal. So, drei Stück haben wir noch. Das war zu früh. Au. Komm her, du Strolch. Ah. Kommt gleich der nächste von hinten. Wie unfair. Freche Biester. Einmal ausweichen. Und dich radeln lassen. So. Die können wir sogar schon sehr gut overkillen, die Höllenräder. Im Gegensatz zu den normalen Skeletten, was ein bisschen... Obwohl, ich glaube, die haben nicht gerade viel Stabilität mit ihrem Zahnrad, mit dem sie verwachsen sind. Deswegen halten sie auch nicht so viel aus. So. Hoch. Und zurück. Wir haben die Höllenräder ausgeschalten. Also können wir jetzt wieder hochklettern. Und müssen jetzt den ganzen Weg zurück zum Leuchtfeuer erstmal. Dummdi-dummdi-dai. Ja, rennen wir ein Stück. Moment, was für einen Ring habe ich? Au. Eigentlich an. Das sollte ich nicht gerade gucken, wenn ich bombardiert werde. Aber das hat mir zum Glück nicht zu viel ausgemacht. So. Ich habe ja noch genug Flaschen und Heilungen. Deswegen einmal heilen, bitte. Hier habe ich den Totenbeschwörer ausgeschalten. Oh, hey. Was willst du? Der ist auch weg. Komm, stirb. Ah. Aber nicht ich selber. Ich habe keine Lust, darunter zu fallen. So. So und so. Hier drin ist kein Totenbeschwörer. Ist unten vielleicht noch, doch noch einer. Nee, hier drin ist auch keiner. Komisch, komisch. Also ja. Jetzt wird's interessant. Jetzt wollen wir nämlich hier runter. Und dort geht's tief runter. Deswegen umschalten auf Elfenbeinbeschleuniger. Und Sturzkontrolle anmachen.